Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Minecraft Infinity Underground. Ja, warum Underground? Wir bauen uns ein unterirdisches Imperium auf, ohne dass es unser Serverbesitzer es bemerkt. Ja, ich bin hier auf dem Server vom Ori und hier in der Nähe sind Monster. So. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum habe ich das hier nicht im Boden eingelassen? Weil den einfachen Grund, ich da zwei Blöcke weiter unten ist schon der Bedrock und ich möchte mir ein bisschen Luft nach unten lassen. Warum? Das werden wir später feststellen. So, jetzt ist natürlich Folgendes. Ich werde das hier jetzt mal ein bisschen auffüllen hier und da werden wir. Wir haben uns ja in der letzten Folge dann Schüssel gemacht. Werden wir uns mal überlegen, was wir hier für einen Boden reinmachen. Nehmen wir mal Bruchstein, das haben wir am meisten. Und ich würde sagen, ja, Marmor haben wir ja noch nichts gefunden. Wir bleiben beim Bruchstein und zwar. Ja, ich würde da eher zu was Schlichten tendieren und zwar das hier. Gucken wir uns mal an. Riesige Bruchsteinfliesen. Und werden hier mal bisschen den Boden auffüllen. Zack, machen wir mal kurz weg und machen hier gleich wieder hell. Sollte auch ein bisschen Musik einschalten. So. Hier haben wir unsere zukünftige Nahrungsversorgung gebaut und ja, hoffen wir mal, dass wir da ein bisschen Nahrung an Mann kriegen. Ja, die Schmiede werden wir auch noch mal eins höher setzen. Das war's schon. Ja. Und Monster haben wir hier. Bruchstein. Kies, Bruchstein hier. Das packen wir mal weg hier, das auch. Und so wie es aussieht, werden wir uns bald wieder ein paar Kisten machen. Wir werden, wie gesagt, ein ME-System machen. Und das heißt, wir müssen dann auch wieder an die Oberfläche und ein paar Meteoroiden finden. So, nehmen wir mal den Meißel. Bruchstein. Die hier wollte man. Das machen wir auch gleich. So. Und wo ist er? Kann sein, dass der Boden später auch nochmal geändert wird. Da schauen wir mal. Das hole ich mir raus. Gibt ja auch ein paar EP. So. Normaler Bruchstein haben wir noch. Gesehen, da unten ist schon der Bedrock. Und unser Weizen, das wächst. Sieht schon ein bisschen anders da aus. Zack, du musst mal weichen. Du auch. Das machen wir jetzt mal bis hierhin.
ist das schon wieder? Ja, dann machen wir uns wieder ein bisschen. Und dann hier auch. Zack. Dann kriegen wir auch wieder ein bisschen Platz. Zack. Ich habe hier die Hoffnung, dass wir dann auch mal Diamanten finden. Bis jetzt war uns das Glück noch nicht hold. Hoppla, der muss weg. Na komm her. Oh, jetzt wird es wieder dunkel. Jetzt kriegen wir gleich wieder Besuch von Creeper. Zack, zack, zack. Okay. Ja, die Kiste lassen wir jetzt erstmal so. Okay. Ich wollte einen Exkavator bauen. Wo ist er denn? Hier. Dazu brauchen wir diesen Kopf, dieses Kreuz. Okay. Schablonenstanzer. Wir brauchen einen Exkavator-Kopf. Und dieses Kreuz. Nein, hier müssen wir hin. So. Machen wir mit Bruchstein. Ungechiselter Bruchstein, wenn wir noch haben, haben wir nicht. Dann chiseln wir den mal schnell um. Halt. So. Ist der wieder normal? Nein. Was mache ich denn? So. Den Kopf hier. Geht nicht? Ach so, wir müssen das so machen. Hä? Wieso geht denn das nicht? Ich hatte mir doch. Oder nicht? Ach, man sieht's kaum. Nee. Müssen da Steinscherben drin. Okay. Die Schablonen machen wir hier. Halt. In die Schablonenkiste rein. Und jetzt werden wir uns da gleich mal die Rohform gießen mit Gold. Ich hoffe, das Gold reicht. Wir können auch noch ein bisschen Gold nachlegen. Ach, wir haben ja, okay. Zack. Gold. Hier. So, ich habe Gold eingestellt, ja? Ja. Einmal. Und jetzt den hier. Zack. Den hätten wir eigentlich gleich drinnen lassen können. So, dann stellen wir hier um auf Eisen. Ist ja kein Gold mehr drin. Okay. Einmal. Dann machen wir das
ist ja auch gleich. Okay. Den Exkavator. Wir haben einmal hier. Und das haben wir schon. Und das können wir dann eigentlich hier in die Kiste reinmachen. Was braucht man da noch? Warte mal. Exkavator. Ne, ist ein Boden natürlich irgendwie. Also die zwei steht jetzt nicht da wirklich, was man braucht dafür. Aber alles da. Werkzeuggriff. Ja, gut. Einmal und so eine Platte. War doch richtig, ne? Ja. Mal hier rein. Zack. Und dich. So. Exkavator. Einmal und ich hoffe, das ist der richtige. Nein. Ja, war der falsche. Das ist ein bisschen doof. Okay. Dann den hier. Okay. Aber ich war mir sicher, dass wir den hatten, ne? Robuste Griffschablone, ja. Okay, da haben wir es jetzt halt doppelt. Hier. Und Bruchstein. Okay. Gold ist fertig. Wunderbar. Zack. Und dann haben wir den Exkavator. Okay. Und jetzt dich rein und umschalten auf Eisen. Halt. So, jetzt. Okay. Hier sind wir. Was stimmt denn da nicht? Robuster Eisengriff. Eisenschaufel, Eisenplatte. Werkzeug. Okay. Du kommst da rein. Und du kommst da rein. Und dann haben wir das. Du kommst da rein. Wir werden es gleich haben. So, umschalten auf Gold. Eisen. Zack. Hä? Na los. Ach so. Das hier brauchen wir.
Jetzt. Okay. Hier. Exkavator. Und immer noch nicht. Würde mich jetzt eigentlich veräppeln? Eisenschaufel? Große Eisenplatte. Ach, ja klar. Oh mein Gott. Und ich bin total zugemüllt. Habe ich hier noch Platz? Mal das Zeug da weg. So. Du bleibst mal hier. Du auch. Du kommst da rein. Du auch. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Wir hätten den Exkavatorkopf machen müssen. Das haben wir wahrscheinlich. Doch, wir haben noch Gold. Reicht's? Okay, umschalten. Und los. Okay. Aber jetzt. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. So. Ich drehe jetzt gleich durch, ey. Echt. Jetzt haben wir's. Eisenexkavator. Da haben wir auch noch Redstone. Das können wir dann den gleich auch ein bisschen schneller machen. Wenn wir Lapis Lazuli finden, können wir da auch dann Glück drauf machen. Wobei wir das bei der Schaufel, beim Exkavator nicht unbedingt brauchen. So, das ist das. Okay, wie sieht's aus? Haben wir da irgendwo noch Platz zum Zumüllen? Nö. Müsst reichen. So. Du kommst da rein. Du kommst raus. Dann haben wir mal unser Inventar ein bisschen entmüllt. Zack. So, und dann können wir jetzt hier quasi das hier noch ein bisschen größer machen alles. Auf der Hoffnung, dass wir ein bisschen Diamant oder sowas finden noch, ne? Silbererz.
gleich mal ein bisschen noch Licht ins Dunkle gebracht. Ach, das baut es natürlich wieder nicht ab. Oh, Lava, das ist gut. Lava ist gut. Oder auch nicht. Können wir gleich mal einen Eimer holen. Gucken wir mal, ob wir da ein bisschen abgeschöpft kriegen von. Na? Können wir hier nämlich unseren Tank voll machen. Vorsichtig, dass man. Uns da nicht verbrennen. Gucken, wie viel Lava da rauskommt. Der ist voll. Und hier? Ah, da passt noch ein bisschen rein. Bin ich am überlegen, ob wir uns dann nicht noch einen Tank irgendwie bauen. Ein, zwei Tanks. Na. Dass wir ein bisschen einen kleinen Vorrat an Lava haben. Naja, da geht jetzt nichts mehr rein. Wie war denn das Rezept dafür? Warte mal. Tinker. Ja, müssen wir eigentlich haben. Ich habe dir hier Glas in Auftrag gegeben, oder nicht? Da ist auf jeden Fall mal das. Dann werden wir mal noch den Mörtel hier kochen lassen. Das brauchen wir auch. So, du brennst mal durch. Ich hatte doch Glas. Ich hab's nicht in Auftrag gegeben. Verdammt ich nochmal. Du kommst auch raus und da haben wir auch noch Kohle. Dann werden wir jetzt hier noch ein bisschen Glas machen. Du kommst raus. Da bauen wir uns noch zwei, drei Tanks. Hoffen mal, dass der Lavasee nicht zu groß ist. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Wie gesagt, der brennt jetzt hier schön durch. Und ja. Können wir uns das schon mal angucken. Einen Tank machen wir noch voll. So. Vorsichtig dahin. Na. Okay. Na. Oh. Sollt was essen. Das sind natürlich Probleme hier. Na, können wir nicht nehmen. Oh, jetzt kommt. Okay.
das hier ein bisschen eindämmen. So. Dann können wir nämlich hier hoch und Lava holen. Schon voll? Ja, ist voll. Okay. Müssen wir mal gucken, ob wir auch vielleicht einen größeren Tank hinbekommen. Gut, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.